facettenreich und informativ ist das Programm des Thementages Orient hier im Rautenstrauch-Jost-Museum aufgestellt. Kulturen der Welt finden sich hier wieder und wir sind heute neugierig auf alles, was wir hier entdecken werden und gehen auf die Reise. Seele bis Saba, sonst wusst ihr nichts, gönnen wir hin, kein Bewegsel. Gößle wir mit Jund und Eckerchen, wir ziehen wir. An meiner Seite habe ich hier die Kölner Kinderbuchautorin Arzu Gürsabay und sie schafft es, Kultur, Religion und Geschichte in ihren Kinderbüchern zu verbinden. Wie viel Vorarbeit braucht man da? Also man braucht, ich glaube, ein bisschen Lebenserfahrung auch und ich recherchiere meine Bücher und ein bisschen Feinfühligkeit, glaube ich, braucht man noch dazu. Die Figuren, Hauptfiguren, Leila in ihrem ersten Buch und Lara in ihrem zweiten Buch, wie sind die entstanden? Die sind ja unglaublich goldig. Ja. Wie schaffen Sie diese Figur? Also natürlich schaue ich in mein Umfeld und beide Figuren kommen eigentlich von meiner eigenen Familie und ich lasse mich von meinen Kindern inspirieren. Dann im zweiten Schritt ist dann die Illustratorin dran, die das dann ins Leben herruft. Also aus den Charakteren, die in der Geschichte dann erklärt werden, dass sie dann daraus diese Figuren erschafft. Und das ist dann eben eine schöne Zusammenarbeit. Heute beim Thementag Orient sind Sie dabei und haben auch Lesungen gegeben. Wie wichtig ist ein Tag wie dieser für Köln und eben auch für die Kinder, die zweisprachig aufwachsen? Also in erster Linie finde ich das natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eine andere Kultur kennenlernt. Heute ist es der Orient. Natürlich liegt es mir sehr nah, weil es meine eigene Kultur ist und weil ich die Möglichkeit habe, meine eigene Kultur den Zuhörern näher zu bringen. Natürlich ist es auch für zweisprachige Kinder sehr wichtig. Meine Bücher sind zweisprachig. Ich mache meine Lesungen auch zweisprachig und ich finde, in unserer Welt ist einfach eine Mehrsprachigkeit gang und gäbe. Also ob es jetzt Deutsch-Türkisch ist oder Deutsch-Englisch, man kann es nicht genug unterstreichen, dass wirklich Mehrsprachigkeit einfach eine unglaubliche Bereicherung ist. Vielen Dank für das offene Wort. Ihnen noch viel Freude weiterhin auf Ihrer Reise mit Ihren Büchern. Dankeschön. Danke Ihnen. Herzlichen Danke. Dank. Mein Name ist Hartmut Fiebig. Ich bin einer der beiden Initiatoren von Grenzgang ursprünglich und wir machen seit inzwischen 10 Jahren Veranstaltungen rund ums Reisen. Und der Auslöser war ursprünglich mal gewesen, ich bin selber Journalist und Fotograf von Hause aus, Buchautor auch. Und was mich oft stört, ist, dass bei der normalen Medienberichterstattung immer ein ganz schöner Teil des Spektrums fehlt. Und die Idee, die wir da mit Grenzgang hatten, war, dass wir Reisende persönlich von ihren Reisen berichten lassen und einfach dadurch auch ein ganz anderes Bild zustande kommt. Und dann hatten wir irgendwann mal die Idee, Mensch, wir könnten doch eigentlich so etwas wie Thementage anbieten, wo wir wirklich zu einem Themenbereich dann ein vertieftes Programm bieten. Heute Morgen hatten wir schon eine Live-Reportage zum Thema Türkei, heute Abend wird noch jemand zu Afghanistan berichten. Und das sind alles Profis, also sprich Reisejournalisten, Fotografen, die einfach tiefe Einblicke haben. Und wir hatten dann immer schon so ein bisschen gespinst, Mensch, wenn das neue Völkerkundemuseum hier in Köln fertig wäre, das wäre doch ein super Rahmen. Dann, als es soweit war, haben wir da Kontakt aufgenommen und haben da bei dem Museum eigentlich offene Türen eingerannt. Und ich denke, man sieht, dass das eine tolle Kombination ist. Also dieser wunderbare Rahmen des Museums, die vielen guten Kontakte des Museums, der gute Name, der einfach auch viele Leute hier anzieht und wo wir dann einfach ein großes Rahmenprogramm immer präsentieren. Zusammen mit dem Museum, vielen anderen Kulturveranstaltern, Reiseveranstaltern, Künstlern. Also wir versuchen eigentlich wirklich für jeden Geschmack und vor allem auch natürlich Informationen anzubieten. Recht schön ist ja zu beobachten, dass hier ja die Grenzen aufgehoben sind. Also die Kulturen sind vermischt und jeder ist neben dem anderen.
Was denken Sie, kann sich da in den Köpfen noch so die nächste Zeit mal verändern, wenn eben so Thementage wie heute weiter fortgeführt werden? Also was wir ja mit den Kulturwanderungen hier, mit dem Kulturklüngel in Köln in Zusammenarbeit auch versuchen, ist einfach den Kölnern oder den Menschen aus der Umgebung von Köln eigentlich noch wirklich mehr zu persönlichen Kontakten mit Menschen aus aller Welt zu verschaffen. Und das ist ja eigentlich das Faszinierende, dass eine Großstadt wie Köln, da finden Sie fast aus jedem Land irgendjemand, der hier lebt. Und das wäre natürlich die Königsklasse, wenn die Menschen wirklich Brücken schlagen, im Alltag auch Neugier entwickeln, auf Mitbürger zugehen, die offensichtlich von woanders herkommen, aber inzwischen doch auch Kölner geworden sind. Das wäre so mein Wunsch, dass wir das irgendwann schaffen, so wie wir das auch geschafft haben für Nischenthemen, die so vielleicht im Mainstream gar nicht Platz haben, dann doch ein Forum zu schaffen, einfach weil viele Leute sagen, Mensch, die ganzen Veranstaltungen sind immer irgendwie bereichernd und jetzt gucken wir uns einfach mal Afghanistan an, auch wenn wir nicht die Möglichkeit haben, dahin zu reisen vielleicht gerade. Und man kann eben auch mit dem Kopf unterwegs sein und auch da viel lernen und das ist eigentlich das Schöne, denke ich, von diesem Live-Medium einfach, dass es wirklich live ist, dass es, da springt der Funken über und die Referenten, die da auftreten, die sind nachher einfach auch ansprechbar. Also wer Fragen hat, kann dann auch kommen und kann mit dem Experten sprechen. Ich glaube, das ist schon ein besonderer Wert, den wir da liefern. Wunderbar. In der Stadt mit den vielen Brücken wird dieser Thementag Orient hoffentlich noch lange Jahre erhalten bleiben. Alles Gute Ihnen noch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke.